Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten CS2-Update. Die Volvos haben wieder schön was gemacht und es sind noch einige geheime Updates mit dabei, die hier gar nicht drinstehen. Also, let's go! Ich fahre nicht gerne Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Basta. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Bereits gestern im Stream haben wir diesen ersten Punkt angesprochen und zwar haben sich die Spawning Positions verändert. Beziehungsweise vielmehr deren Zuteilung. Dieser gesamte obere Block klärt die neue Spawning-Geschichte. Das Wichtigste direkt zum Anfang. Wenn ihr zum Beispiel diesen Spawn hier habt und ihr habt einen Disconnect direkt am Anfang der Runde und euer Team macht dann einen Timeout oder ihr habt halt Technical Timeout und ihr kommt dann wieder, dann spawnt genau an dieser Stelle wieder und nicht etwa hier hinten. Das ist auf jeden Fall ein nices Improvement, zumal er mitunter Disconnects halt nicht zwingend an einem selbst hängen, sondern manchmal ja auch so ein bisschen Counter-Strike, Lirum Larum, ne, macht irgendwas im Hintergrund oder bist du weg. Und so bekommst du deinen Spawn eben wieder zurück. Die Spawns werden nämlich am Anfang direkt gespeichert und können somit restored werden. Das ist auf jeden Fall eine geile Meile. Auch die Spawn-Priorisierung wurde verändert und zwar habt ihr im Premiere jetzt folgende Priorisierung, zum Beispiel bei T auf Inferno, bei Overpass bei CT, bei CT auf Nuke und wie eben schon zu sehen war, CT auf Mirage. Vor allem dieser erste Punkt hier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eben dann jetzt fürs anstehende Major. Ihr wisst ja, jetzt am 19.03. geht es, glaube ich, schon los. Und ungefähr um diese Zeit wird es dann sicherlich auch das Update mit dem Major-Coin und der ganzen Geschichte geben mit diesem Viewer-Pass. Des Weiteren wurde ein Bug gefixt, bei dem Leute einen Blackscreen bekommen haben, wenn sie mehrere Male disconnected und reconnected sind, während im Technical Timeout. Dasselbe Disconnecten und Reconnecten verkackt jetzt nicht mehr den Bot-Spawning-Algorithmus. Der MVP-Music-Sound wurde wohl gefixt, der mitunter nicht ging. Und im Deathmatch kann man jetzt nicht mehr bereits im Warm-Up auf gewisse Vorteile hinarbeiten, wie zum Beispiel den Health-Shot. Das hier war auch echt eine wilde Sache bei der Anpassung der Framerate auf Lower Framerate konntest du höher springen. Und an der Stelle kommt auch direkt einer der geheimen Fixes, der hier nicht mit dabei steht. Und zwar wurden die Sprünge jetzt generell wieder konsistenter gemacht. Die waren ja zwischendurch echt inkonsistent. Es gab im Stream ein paar Momente, da wollte ich irgendwo hoch und es ging einfach nicht, weil man mal höher, mal niedriger gesprungen ist. Das war sehr merkwürdig. Ist jetzt zum Glück gefixt. Der nächste Punkt war auch wieder so eine Sache, die ich erstmal auf mein Internet geschoben habe. Und zwar wurde manchmal ein Weapon Switch nicht richtig angenommen. Ich drücke also auf Q und er macht so halb oder halt gar nicht oder zu spät. Also so ganz... ja, lost. Das ist jetzt auch gefixt. Danke, Valve. Der nächste Punkt ist auch nochmal sehr sweet. Das Shadow Rendering von den Smokes wurde verbessert. Also man hat jetzt unter anderem auch, das schreiben sie zwar hier nicht, aber mehr FPS, beziehungsweise die Smokes rauben dir nicht mehr so viele FPS. Und im Zusammenhang hiermit gibt es noch das nächste geheime Update, das gefahren ist. Und zwar gibt es overall wieder mehr FPS für uns alle. Hier im oberen Bereich hat sich nicht allzu viel getan, aber gerade hier unten, ich sag mal bei älteren Karten oder bei schlechterer Performance, hat man auf jeden Fall einen Boost von plus minus 30 FPS. Am Start. Und das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Vielen lieben Dank für TorCS2 für diese Info. Die Stabilität auf Linux wurde verbessert. Auch der nächste Punkt zählt zur selben Kategorie, dass es besser und flüssiger läuft. Und auch das Verhalten, wenn User-Input zu spät, wegen Packet-Loss zum Beispiel oder halt wegen Framerate-Issues, wurde verbessert. Das ist auch wieder sehr, sehr nice, denn gerade während meiner Streams habe ich es halt manchmal. Wenn ich nicht streame, dann nicht, aber wenn OBS rumwurschtelt und ich bin ja gerade nur mit Starlink unterwegs, dann kann das zu viel sein für meine gesamte Leitung. Und dann kann das zu viel sein und ich habe dann so kleine Zuckeleien. Also ich merke dann einfach, irgendwas kommt nicht richtig an und wird dann zum Beispiel zu lange gezählt. Ich will zum Beispiel so einen ganz kleinen Jiggle Peak machen und er macht aber halt dann so. Obwohl ich hier schon aufgehört habe und sogar wieder auf A drückt. Macht er halt D. Scheint aber auch ein bisschen an Streamlabs OBS zu liegen. Also ich muss bald mal auf Studio umsteigen. Dann wurde hier noch an den Music Kits was verbessert. Ich habe keins an, also I don't know. Das ist ja auch witzig. Scheinbar konnten die Nordamerikaner manchmal das Spiel nicht akzeptieren, wenn man auf Europe-Server gezockt hat. Das ist auch sehr, sehr nice. Spieler, die sich zu oft selbst weggenudelt haben, kriegen einen Competitive-Cooldown. Man kann natürlich davon ausgehen, dass jemand, der sich ständig selbst halt ummacht, toxic ist und halt seinem Team schaden möchte, also auf Vertigo zum Beispiel einfach aus dem Haus springt oder sich auf anderen Maps halt mit Nades oder sonstigem selbst killt, dann hat man irgendwann einen Competitive-Cooldown. Keine Ahnung, was das ist. Und die Chickens können nicht mehr mit Waffen interagieren. Das ist natürlich schade. Ich habe das nie erlebt, aber es ist natürlich sehr schade. Und ich denke, die letzte Änderung hier ist wahrscheinlich für Leute, die Maps erstellen. Daher kenne ich Hammer-Editor oder halt Skins. Da wurde irgendwas angepasst mit dem Sniperscope. Das habe ich vorhin schon ganz oben einmal erwähnt. Und zwar sind die Priorisierungen der Spawns jetzt auch angepasst. Das habe ich euch ja vorhin bereits gezeigt. Also die Spawns hier vorne zum Beispiel, die gibt es natürlich noch, aber diese hier sind priorisiert. Also wenn man zu fünft spielt, wird man eben genau hier spawnen. Bevor wir zu Inferno kommen und die ganze Sache schließen, noch ganz kurz Workshop. Das hier bezieht sich eigentlich ausschließlich auf Leute, die Skins und Sticker und so weiter erstellen. Das könnt ihr euch dann gerne selbst durchlesen. Also, Inferno. Es wurden mal wieder ein paar Lücken gefüllt. Mhm. Dann wurde hier auf Banane dieses Brett ein kleines Stückchen höher gemacht, damit man den Kopf des CTs nicht mehr sehen kann. Auf Banane wurde auch ein bisschen aufgeräumt. Man beachtet jetzt zum Beispiel diese Blumentöpfe hier, die sind jetzt weg. Scheinbar lag dafür manche zu viel Zeug rum. Arch wurde wohl noch ein kleines Stückchen angehoben. Entweder dieser Arch oder dieser hier. Ich bin mir nicht sicher, welcher von beiden. Und die Bank, die genau hier früher mal stand, ist jetzt weg. Hier auch wieder ein kleines Vorher- und Nachher-Bild. Die Bilder sind übrigens von Jackie. Dankeschön. Und zu guter Letzt wurde auf Underpass noch was geändert. Und zwar ist dieser Böbel einfach darunter gefallen. Und auch diese zwei Blumentöpfe sind jetzt nicht mehr vorhanden. Ich nehme an, dass vielleicht beim hier herunterballern irgendwie gestört hat. Ich kann mich da jetzt nicht wirklich dran erinnern, dass mich das gestört hätte, jemals hier der Kruschel. Aber ja, naja, weg damit. Und
Die Pflanze war davor rot. Zwischen dem ganzen Kruschel waren wirklich wieder viele tolle Updates mit dabei. Eine geheime Sache habe ich noch nicht besprochen. Und zwar gab es Soundbefehle, mit denen man diesen Flash Beep danach einfach entfernen konnte. Wenn du also geflasht wurdest, war zwar alles weiß, aber du hast dieses Beep nicht gehabt, sondern konntest direkt hören, was passiert. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn du nicht siehst, aber immerhin hören kannst, wo deine Feinde gerade vor dir rumlaufen. Um das zu fixen, haben die Volvos die Befehle einfach aus dem Spiel rausgenommen. Man kann sie nicht mehr benutzen, weil sie nicht mehr da sind. Chapeau, Volvo. Ja, also wie gerade eben schon erwähnt, bei diesem ganzen Gekruschel waren richtig tolle Sachen mit dazwischen versteckt in diesem Update, wie auch eben die geheimen Sachen. Ich denke, die meisten werden sich wieder über mehr FPS freuen. Und auch diese Jumping-Sache und der Waffenwechsel, das waren für mich zwei Sachen, die mich aktiv genervt haben in den letzten paar Spielen. Also von daher vielen Dank für den Fix. Und bevor wir zu den Giveaways gehen, noch kurz zwei Sachen. Ich weiß, euch fehlt Left-Handed. Viel von euch fehlt Left-Handed. I know. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das mit den Skins halt noch verwurschteln wollen. Wenn du Right-Handed hast, hast du halt die linke Seite des Skins. Und wenn du Left-Handed hast, halt dann die andere. Ich weiß nicht, wie das früher war, ob es dann nur gespiegelt war. Ich habe Left-Handed zuletzt bei 1.6 gespielt. Weiß nicht, wie das bei Go war. Aber ich denke, an der Stelle hängt es wahrscheinlich. Wir haben ja mitbekommen, wie extrem viel sie über die letzten, ich glaube, jetzt 5 Monate mittlerweile, alleine an den Skins geupdatet haben oder updaten mussten. Ich denke, es liegt wahrscheinlich daran. Bin mir aber auch nicht sicher. Weil halt mitunter die Leute sagen, mach doch einfach Left-Handed. Ich glaube, sie wollen, dass es halt direkt richtig ist und nicht dann irgendwie kacke aussieht. Aber ich bin da eurer Meinung. Also einfach halt Left-Handed machen, dann sieht es halt scheiße aus, doch egal. Dann können die Left-Handed spielen wollen, halt schon mal ihren Modus spielen. Auch wenn der Skin dann vielleicht komisch aussieht, ist doch wurscht. Und noch eine Sache oder vielmehr ein Fehler, den ich immer wieder sehe. Ich habe darüber auch ein gesamtes eigenes Video gemacht, in dem ich aus der Sicht der IT-Sicherheit und so weiter und so fort, dieser Cybersecurity, diesem ganzen Balk erkläre, warum es niemals passieren wird oder eine sehr dumme Idee wäre von Valve, Anti-Cheat-Updates in den Update-Block reinzuschreiben oder das generell irgendwo irgendwie publik zu machen. Am Anti-Cheat wird gearbeitet, dazu kommen Updates, aber davon erfahren wir nichts. Und jeder, der sich jetzt fragt, aber warum soll das denn schlimm sein, wenn die das öffentlich machen, guckt euch halt das Video an, ich will es jetzt nicht nochmal komplett erklären. Es ist auf jeden Fall aus dem Standpunkt der Sicherheit sehr dämlich, wenn du sicherheitskritische Informationen öffentlich machst. Damit will ich nur sagen, streich den Gedanken, dass da irgendwann mal irgendwas drinsteht. Mit einem neuen Anti-Cheat oder sowas. Oder auch einfach diesen, oh, die haben so viel geupdatet, was unwichtig ist, aber vom Anti-Cheat machen sie gar nichts. Komm schon. Seid nicht dämlich, bitte. So, und jetzt starten wir noch ein neues Giveaway. Es gibt für euch in der StatTrak Desert Eagle Trigger Disziplin so ein leckeres Teilchen. Und um hier mitzumachen, beantwortet ihr einfach folgende immer wieder auftauchende Frage. Ich weiß, guckt ihr eigentlich bei mir auf Twitch vorbei? Ich bin jetzt wahrscheinlich gerade, während ihr das hier schaut, wieder live. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und da daddeln wir gemeinsam rein. Es gibt ganz viele Viewer-Games, Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Ganz viel Spaß. Also kommt gerne rum, falls ihr Lust und Zeit habt. Ich weiß, manche sagen, meh, ich bin nicht so der Twitch- oder Livestream-Mensch. Auch alles cool. Auch ein Nein als Antwort auf die eben gestellte Frage ermöglicht einem hier die Teilnahme am Giveaway. Und jetzt lösen wir noch geschwind zwei auf. Und zwar gab es im Update-Video vor ziemlich genau 2 Wochen eine StatTrak Mac 10 Lightbox für euch zu snacken. Dazu sollte man einfach nur schreiben, was man zu den aktuellen Updates von Valve so sagt. Vielen Dank für 92 Kommentare. Der Gewinner, der hoffentlich auch über die Gewinnphrase geschrieben hat, ist Ajax. Es wird zu viel kaputt geredet, dabei gibt sich Valve diesmal tatsächlich Mühe. So sieht's aus. Die Leute machen es sich selbst einfach madig. Ajax, dann melde dich bitte hier unter dem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und deinen Trade-Link musst du nicht bei dir auf YouTube halt reinballern, weil ich kann dich einfach antraden. Ich weiß ja, wer du bist. Im letzten Video, und zwar in dem Top 10 P250-Video, habe ich euch gefragt, wie zufrieden ihr aktuell mit CS2 seid. Vielen lieben Dank für 32 Kommentare. Mal schauen, wer sich hier das Teil abgeschneckelt hat. Es ist TubeU. Let's go! CS2 ist auf einem guten Weg zu einem wunderbaren Spiel, aber da muss noch einiges gemacht werden. Nehme ich an, TubeU. Das ist natürlich vollkommen richtig. Wir sind auf dem Weg, aber es dauert noch ein bisschen. TubeU, du hast somit gewonnen. Bitte hier, wie immer, melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und, ja, da ich dich mittlerweile ja auch natürlich kenne, musst du jetzt den Trading auch nicht zwingend in dein Ding reinschreiben. Wir schreiben uns dann einfach auf Twitch. Komm, und einen dritten machen wir noch. Und zwar gab es eine Mac7 Monster Call für euch. Die gab es in meinem Video zu Follow Recall. Da habe ich 5 Monate lang jetzt getestet, wie es eben so ist. Vielen Dank für 71 Kommentare. Und man musste, oh Gott, was musste man antworten? Das muss ich gleich, glaube ich, nochmal nachlesen. Ach genau, ich weiß wieder, ob man beim Knife-Giveaway mitmacht. Mann mit 4 Hoden, hab vor, werde mir das Knife holen. Hier unter dem Video einfach melden und bitte deiner Kanalbeschreibung deinen Trade-Link hinzufügen. Vielen Dank. Jo, das wär's dann gewesen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann vielleicht jetzt auch schon wieder gleich auf Twitch ab 20 Uhr heute Abend. Wir datteln wahrscheinlich bis um 2, 3 oder vielleicht 4 Uhr rein. Also kommt gerne rum, macht mit und lasst uns ein bisschen talken. Dann bis gleich. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.